Hallo und grüß euch, ihr Gefundenen da draußen. Und einen Wunder, Penis. Schönen guten Vormittag, Mittag, Abend, Schrägstrich. Nacht, und für alle, die es noch werden möchten, können, wollten, sollten oder vielleicht dazu gezwungen werden. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Gut, der liebste Doc und meine bärtige Wenigkeit haben sich... Hast du ein Bord? Ja, das ist das, was du nicht hast. Ja, das stimmt. Abgesehen von einem Penis. Haben sich Gedanken gemacht zum letzten und wir sind drauf gekommen, okay, gut, ich bin relativ K.O. Mein Kollege nicht, aber ist relativ genau, und jetzt haben wir Peer-Gruppen gebildet, wir haben darüber geredet, wir haben Dokumentationen angeschaut, wir haben Statistiken erhoben, gegenseitig halt, und wir sind zu dem Ergebnis sind zu dem Ergebnis gekommen, wurscht, wir machen jetzt einfach feuchtfröhlich beim Wömsen weiter. Und ja, ich wünsche euch und uns und eigentlich jeden Menschen viel Spaß mit den kommenden 19 Minuten. Es wird ein Traum. Es wird ein Highlight des Jahres, euer Highlight des Jahres 2020. Nö. Und dementsprechend, hei ho diggity. Hei ho. Wir sind ausgestiegen, ich habe mich wieder mal ein bisschen intelligent angestellt, so wie ich es immer mache. Dreimal bist du gestorben das letzte Mal. Ganz genau. Mhm. Wir sollen auf Kaschik irgendwas suchen, das irgendeinem Kontakt sehr wertvoll ist. Auf Kaschik hat keiner Chica. Irgendetwas. So kreativ. Da kommt der Voldemort, der dunkle Lord. Der Voldemort, der dunkle Lord? Der Voldemort, der dunkle Lord. Voll, das hat sich auch noch keiner gefragt, ob der Voldemort eigentlich ein Sith ist, wenn sie immer heißt, der dunkle Lord. Keine Ahnung, aber die gehen alle drauf, sobald der Thanos... Schnipsi Schnapsi macht? Ja. Ich finde das cool mit dieser Blitzdings. Das... Schaut eh wieder gut aus. Herrst! Gut, jetzt habe ich genug Nerv gesagt. Ja. Dafür war das gerade episch. Nur interessanterweise überlebt der Kerl das, wenn ihm ein fettes Stangl am Kopf fällt. Irgendwie habe ich heute wieder den Fähigkeitsvogel erwischt. Aus jedem Loch kommen neue außer gekrochen. Und du wirst gewirkt. Meine Tochter sagt Arschloch. Es ist soweit Arschloch. Da hinten war, glaube ich, auch noch auch ein L-E-B-E-N. War da nicht irgendwo mein Leben? Hat irgendwer mein Leben gesehen? Also das hast du schon vor 44 Jahren irgendwo mal verloren. Ich glaube zu deinem 40. Geburtstag damals. Ja, er ist 84, wirklich. Er hört sich nur so jung an. Bitte, da steht einer allein im Dschungel. Tja. Ach Gott. Schließ die Türen!
Tja. Da habe ich doch gleich eine Erinnerung an das, was jetzt kommt. Das ist ein bisschen ein besserer Lager. So immer doch der. Ah, der wird nur gelegentlich vor den Generatoren geschützt und da kann man nicht angreifen. So war das genau. Ja. Kenn mich wieder aus. Ja, das ist dem auch herzlich egal, wenn man den ein bisschen mit dem Laserschwert kitzelt. Macht nichts. Ja, wir haben Zeit, ne? Ganze 750 Minuten. Musik stumm. Star Wars Namen halt. Wer kennt auf die, wer hat auf die Idee gekommen, sein Kind Darth Vader zum nennen, ne? Das muss doch ein Name sein, den man erst als Erwachsener irgendwie verliehen kriegt. Aber Darth ist doch ein Titel. Nein, bitte, das ist der Vorname, genauso wie Mister der Vorname von allen Menschen in Amerika ist, ne? Also von allen Männern in Amerika. Stimmt. Ist aber auch bei der Hälfte von 5 auf bei Kylo Ren drauf gekommen. Wobei Kylo ist ein komischer. Klingt etwas komisch, ist aber so. Klingt deppert, ist auch deppert. Du wirst Kylo Doc. Ja. Man doch bekennen, man kann den. Ah ja. Eigentlich mag ich Star Wars nicht. Interessiert mich mehr so für klassische Musik. Ich mag Beethoven. Ich mein Lichtschwerter, ich bitte dich. Raumschlachten. Ich mag lieber Lichtdirigenten. Genau, das ist mehr mein Welt. Die Welt. Wenn ich mal schlecht drauf bin, ja, Beethoven, möchte die Welt dort sehen. Ich brauche dazu keinen Todesstrahl. Und eine Star-Kinder-Basis. Genau, die klassische Welt lebt auch ohne, überlebt auch den Angriff der Star-Kinder-Basis, ne? Genau. Darf ich jetzt oder darf ich nicht? Den blöden Schildprojektor. Oder muss man den doch vorher angreifen? Und dann, weil dann war er nämlich leuchtend hinterlegt, um mit der Macht wegdingsen und wegheben. Da geht die Party ab. So, welcher Schildgenerator? Hey, der da. Du, der hat jetzt aber auch ein bisschen bei dir hineingewämst, gell? Ja, ich hab's. Die Sachen. Du purperst übrigens. Check Energie. Da. Genau reingefliegt, so macht man das im so Hause. So macht man das im Deppen mit Deppen. So macht man das im Hause Hasbro, das gefällt mir. Im Hause Hasbro? Da müssen wir dem jetzt in der F22 verwandeln. Das ist ja das Transformer-Haus, ne? Genau. Zuerst hast du ein Handy und im nächsten Moment hast du einen Kampf-Chat, ne? So, das war der letzte von diesem blöden Schildgenerator-Lies. Generatorlis. Jetzt hat sie ja wieder ein bisschen mit Lichtschwert kieseln. Kille. 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 Oh,
Unfair, unfair, unfair. Ah, da, 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 da. Such da wen in deiner Kreis. Such da wen in deiner Kreis. Such dir wen in deiner Größe. Nicht, mach nicht das, was ich immer früher gemacht habe und immer noch mache. Ganz von oben auf alle runter gucken. So arrogant bist du. Das hat er ja, das hat er ja bei mir auch so gemacht. Wie wir die Idee gehabt haben für den Kanal, hat er mir mit großen Augen angeschaut, ist extra aufgestanden, dass er mit dem Kopf über mir ist, hat auf mich herabgeblickt und gesagt, ich will sicher nicht. Habe ich dir eigentlich schon mal gesagt, dass mir das zutiefst verletzt hat? Du pass auf die Energieleiste, gell? Ja, ich hab's gerade im Blick, deswegen renne ich am Rand herum. Rennst am Rand? Rennste... Ja, sag denn nur mir... Was ist das drauf? Das hat aber doch eigentlich treffen müssen. Der sieht lustig aus. Haben wir eigentlich schon mal erzählt, wie wir den Channel vorher zuerst genannt hätten? Fast. Weil wir haben ja 17.000 Namen gewälzt, bis wir auf Funken Games gekommen sind. Ja. Kann man eigentlich eh nur an einen anderen Namen erinnern, den wir auch fast ausgewählt hätten. Ich kann mich auch noch mehr an einen erinnern, sag einmal. Steuerung Alt Entfernen. Oder haben wir noch was gehabt? Steuerung Alt Entfernen TV oder irgend sowas. Dialekt IP. War kurz im Gespräch. Ah ja. Ja gut, das ist gut, dass es das nicht geworden ist. Das wäre ein bisschen so nix sagen böse, finde ich. So ein bisschen ohne Charme. Oder? Ja, Mato merkt man gefunden, hat einfach besser dazu gefunden. Genau. Ein gewisser Rock hat diesen Namen Haha gefunden. Ja, du hast es eh nicht. Ich weiß es nicht mehr. Also ich weiß es sicher nicht. Dann weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. It was a me not. It was me, Rocky. Schau, da kannst du wieder eine Bombe zerwömsen. Nimm die Bombe! Nimm die Bombe und wöms ihn! Nimm die Böms! Nimm die Bömse! Nimm die Böms! Nimm die Bömse! Nimm die Bömse! Das ist die falsche Bömse! Ja, ich habe nur mit Schrecken festgestellt, dass ich ein bisschen zu nahe neben der Bombe gestanden bin. Jetzt nimm die Bömse! Ja, ja. Nicht den Stein! Nicht das! Nicht das. Nimm die Bömse! Und Bömse mal! Jawohl! Hab ich drauf jetzt. Jetzt hast du drauf, ne? Ich schau dich da! Jetzt haben wir's bald. Naja, die Machtanzeige Skill nach diesen Hologramm suchen, lohnt sich da schon. Ach komm, bringen wir's zu Ende. Aber du bist ja eine Magie. Nein, ich bin ein Lichtschwertkitzler. Ach so. Klingt komisch. Ich laufe nach mit meinem komischen gelben Ding. Kille, 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 kille. Kille, kille. Bitte, jetzt hast du ihn voll umgebringt. Wisset da nicht Blut jetzt irgendwie? Aber ich kenne mich da nicht aus in der menschlichen Anatomie. Keine Ahnung. Vor allem bei dem PS2-Zeitalter. Stimmt. Ich hätte wissen sollen, dass ein Attentäter kommen würde. Eine feige Taktik. Das stimmt, kennt man. Ich diene nicht dem Imperator. Ich bin mit Meister Ram Kota hier. Meister Kota ist tot. Er starb über Nar Shaddaa. Mein Vater... Euer Vater? Er ist Kotas Kontakt. Wie lange gibt der Kota schon Informationen über imperiale Ziele? Seit gestern. Woher wisst ihr? Meister Kota hat überlebt. Er bat mich, euch zu finden. Lasst uns gehen. Gut. Der Auftrag ist erfüllt. Kehrt auf euer Schiff zurück und sagt General Kota, dass mein Vater sehr dankbar sein wird. Was ist mit euch? Ist noch ein imperialer Transporter an der Landeplattform? Ja, aber ich glaube, der Pilot ist tot. Was soll ich denn mit einem Piloten?
Diese Frau habe ich schon einmal gesehen. Ich auch. Und eigentlich hat es gesagt, wir sollen etwas finden, das ihm viel bedeutet. Ach. Haben Sie in der Cinematik gesagt? Au, au. Da ist etwas, das ihm viel bedeutet. Nicht jemand. Etwas. Schaut er aus wie etwas? Wer war sie? Geht nix an. Prinzessin Leia Organa. Organa? Ihr Vater ist Bail Organa. Mein Kontaktmann im Senat. Ich will mit ihm reden. Das geht nicht. Ich habe seine Tochter von einem Planeten voller Sturmtruppen gerettet. Es geht nicht, weil ich ihn nicht finden kann. Er ist verschwunden, Junge. Was? Wann? Bail wollte, dass ich ihm helfe, Leia zu retten. Ich weigerte mich und er suchte einen anderen Jedi. Meisterin Shakti. Ich sagte, das sei zu gefährlich. Aber der Narr ist gegangen. Allein. Und verschwand, sobald er landete auf Velusha. Die Macht ist stark in dir, mein Junge. Wenn du meine Gedanken spüren kannst. Ihr seid leicht zu durchschauen, alter Mann. Dann sollte unsere nächste Mission klar sein. Wir gehen nach Velusha und retten Senator Organa. Nein! Na Böms. Na Böms. Deine Fähigkeit, Laserfeuer abzuwehren, wurde verbessert. Dragit. Lichtschwertgestalt. Das ist ein Drachenei. Flieger. Ja, ja, passt, passt. Ist okay. Jetzt hast du einen Flieger. Bisse. Ja gut. Da haben wir einen neuen Griff. Wee. Ja, check mal. Was können. Mampfkristall. Na, das passt ja so wie es ist. Verbessert, das macht Mörgen. Gelb ist auch cool. Wir werden nie gegen das Imperium gewinnen. Well, well, well. Was willst du? Ist schon wieder angesoffen. Sie ist nie nicht angeworden. Ach so, okay. Nüchtern gewertet. Seid ihr nüchtern? Ja, vielleicht ja nicht. Bin ich nüchtern? Ich denke doch. Ja, ich sicher. Ja, ich bin nüchtern, ganz sicher. Ja, bin ich. Ganz sicher, ganz garantiert. Ganz ehrlich und ganz... Nur irgendwas hinzuzufügen? Was redest du da? Nur irgendwas hinzuzufügen? Nein, jetzt auf die Gachen fällt mir nichts ein. Außer, dass wir unser Gewinnspiel verkünden wollen. Was? Eine gebrauchte, getragene Unterhose von meinem Kollegen Doc. Ihr müsst dazu nur eure Adresse öffentlich in Facebook posten und schreiben, wenn ihr nicht zu Hause seid. Und die Gewinnfrage lautet... Das ist Sarkasmus, das ist Sarkasmus, welchen, das ist nicht wahr, das ist nicht wahr, das ist nicht wahr. Welchen? Er hat gar keine. Ja, das stimmt. Er hat gar keine Unterhose. Jemals besessen in deinem Leben. Nein, da gibt's kein Spiel. Da machen wir kein Spiel draus. Die Gewinnfrage lautet... Mit einem schwarzen Loch soll man keine Spiele machen. Sagst du. Die Gewinnfrage lautet, zu welchem Franchise gehört das Spiel, welches wir gerade spielen? Ist es A, AC/DC, B, Banane, C, Star Wars, D, Menschenaffen? Genau. Wieso gibt es eigentlich in einer Quiz-Show nie 5 Antwortmöglichkeiten? Denken wir mal drüber nach. Sind Quiz-Show-Fragen zu leicht? A, ja, B, Banane. Grüß euch. Und... Hello.